Cool Eiler mit Hermitage Finish. Und zwar dreimal von Gordon McPhail. Viel Spaß. Ja, Tachchen, Tachchen. Der David. Hi. Der Andi. Und wir machen für uns mal was Neues. Eine kleine Premiere bei uns auf dem Kanal. Richtig. Und zwar verkosten wir jetzt mal gleich drei Whiskys. Wir wollten schon lange mit dem einen anfangen und hatten uns dann mal den anderen vorgenommen und haben es dann doch alles überhaupt nicht gemacht. Und jetzt gibt es den dritten und haben bei anderen Whiskys schon häufig gesagt, ey, da müsste man mal ein Vergleichsvideo machen, ja. Und dann wieder einer, wo man mal eins machen müsste. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir das mal. Fangen wir gleich mal mit dem Vergleichsvideo an. Und jetzt gibt es ein Vergleichsvideo. Und zwar, wie im Intro schon kurz gesagt, haben wir uns drei Abfüllungen rausgesucht von Gordon McPhail, die eine Menge gemeinsam haben, nämlich sind alles drei Cool Eilers. Sie haben alle drei ein Hermitage-Finish-Nachlagerung, auf jeden Fall was mit diesem Hermitage zu tun. Genau, und sind alle reduziert auf 45 bzw. 46%, ne? Irgendwie ja. Sowas. 45, die Connoisseur's Choice, genau. Die Private Collection 46, oder? 45. Auch 45, alle 45. Ach, haben die auch 45? Alle 45, okay, cool. Dann haben sie das auch gemein, ne? Ist doch super. Ja. Und grundsätzlich haben wir... Oder erstmal, was ist Hermitage überhaupt, um euch da nicht zu lange zu langweilen? Ist halt ein Wein aus Frankreich, und zwar 80 Kilometer südlich von New York gibt es ein Weinanbaugebiet und da kommen die Hermitages. Ja. Wenn ihr wissen wollt, was die genau machen, googelt da selber. Wir würden euch auch nur vorlesen, was die da so schreiben. Genau. Und ja, zu der Brennerei an sich, halt Eiler Brennerei ist stark rauchig vermutlich, auf jeden Fall rauchig. Und ist eine Brennerei, die wir beide, glaube ich, ganz gern haben. Ja. Wo wir schon viele Whiskys gefunden haben, die uns viel Spaß bereitet haben. Und das Ganze in Verbindung mit so einem Weinfinish könnte ganz interessant werden. Genau, da dachten wir uns, gerade weil diese Hermitage-Geschichten, ich glaube, wir sind damit in Verbindung gekommen, auch mit einem aus der Private Collection, mit dem Legic. Legic, genau. Ne? Ja. Und das fanden wir beide tierisch geil. Also, das war super, das war Rauchsachen, das Ding, vom Legic richtig geil funktionieren mit diesen Weinaromen, die das Ganze hat. Den hatten wir auch schon mal in der Review, glaube ich, ne? Stimmt, den haben wir in der Review. Das wissen wir ja, was wir an Wein nennen. Sehr gut. Aber ich habe auch festgestellt, wenn ich mit anderen Leuten rede und so weiter, dass diese Hermitage-Rauch-Kombo jetzt nicht bei jedem richtig gut ankommt. Also ja, polarisiert auch so Wein und diese weinige Mist, das Weinige, ne? Genau. Also Sherry mögen immer alle, aber so mit so geilen Weinsachen, auch gerne Amarone oder sowas, hat dann doch der eine oder andere vielleicht mal ein Problem, gerade in Kombination mit Rauch. Ja. Uns hat es beim Legic sehr gut gefallen. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob die drei jetzt hier alle gleich sind oder ganz unterschiedlich und genau, wie die uns so, wir beide so munden. Wir beide und die Fliege, falls ihr die gerade hört. Die ist ganz schön laut. Die ist richtig laut, ne? Das ist aber auch eine Wespe, die Fliege. Na gut, dass die da hinten ist. Gut, egal. Gut, ich halte mal ganz kurz die Flaschen so Stück für Stück in die Kamera. Fangen wir nämlich mal an. Genau, mit diesem hier. Genau, das aus der Private Collection. Private Collection. Ich lese mal hier vor, was das Internet sagt. 2001 gebrannt, 2005 abgefüllt, 13 Jahre alt, 3600 Flaschen und 18 Monate im Hermitage Weinfass. So. Dann haben wir... Von 2001 gehen wir hoch auf 2004. Connoisseur's Choice. Bleiben aber bei 13 Jahre Alter. First Fill Bourbon, Refill American, Hogsheads wahrscheinlich und dann halt das Hermitage als Finish. Von 2018, genau. 3950 Flaschen haben wir bei dem. Und der letzte, last but not least. Der aktuelle quasi auch wahrscheinlich der, den man jetzt noch ein bisschen bekommt hier und da. Wo man vielleicht die Möglichkeit hat, den zu kriegen. Aus 2005, 14 Jahre und ja, wieder das Hermitage-Finish zu den anderen Fässern habe ich hier nicht stehen. 3708 Flaschen. Ich glaube, da steht nochmal was anderes auf dem Etikett drauf. Ne? First Fill and Refill Bourbon Barrels. Ja. Und Hermitage Cask for 1 year. Ja. So, wir haben lange überlegt, wie machen wir das? Dachten wir uns gerade, haben wir... Das ist doch geschwindelt, wir haben gar nicht lange überlegt. Wir haben gesagt, wir gucken mal dann mal. Genau, das heißt, wir wollten gerade lange überlegen, wie machen wir das eigentlich mit so einem Vergleichsvideo. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es halt einfach und dann schauen wir mal. Aber ich glaube, wir werden erstmal einfach alle drei einmal durch verriechen, bevor wir die verkosten. Würde ich sagen, wir bei dem aktuellen an oder bei dem älteren? Bei dem Private Collection Ding anfangen. Was dann? Der hier ist richtig? Richtig. Bei mir? Okay. Oder erstmal fangen wir mal hier mit an.
Farbe, meinst du? Das sieht nämlich alles sehr ähnlich aus. Ja. Okay, das nimmt sich echt überhaupt nichts. Aber sie sind also nicht gefärbt. Auch schon in der Flasche nicht. Aber Farbe ist schon wirklich sehr, sehr. Also ich hatte bei dem letzten Punkt den Eindruck, ob der eine Spur dunkler ist, aber das ist echt nü. Können wir uns so auf was einigen wir uns da? So ein Haselnuss-Kupferton? Ja, so ein helles Kupfer vielleicht, ja. Ein helles Fuchsrot? Nee, Kupfer. Ja, nehmen wir Kupfer. Passt immer, meinst du? Ja. Also Rauch hat er. Ich stelle ihn einfach mal ein Stück nach vorne. Süß ist er. So einen schokoladigen Rauch irgendwie. Der Rauch wird doller. Also der Hermitage ist noch nicht so doll. Also du hast so eine ganz leichte weinige Note, die mich auch, wie gesagt, gerade bei Hermitage immer so ein bisschen an Amarone erinnert. Es ist enorm süß in der Nase, das finde ich schon. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das dem Wein zuschreiben kann oder der Brennerei. Ich meine. Wärst du bei dem Rauch auf Cool Island gekommen? Nicht unbedingt. Nee, ne? Nee. So ganz typisch ist das nicht. Vielleicht per Ausschlussverfahren. Ja, das kann durchaus sein. Also ich bilde mir schon ein, dass man jetzt. Ich habe bei dem sogar sowas leicht Medizinisches gerade, würde ich tatsächlich sagen. Also so ein bisschen, so ganz leicht die Jodnoten. So ein bisschen in die Luffy-Richtung könnte man fast abschweifen. Ne? Also wenn es jetzt ein Mystery Malt wäre und nichts draufstehen würde, wäre es auch wäre ich mir nicht spannend. Mehr so sicher, ja. Ja. Ja, könnte man sagen, leicht medizinische Noten, Lafroig, die Süße kommt dann natürlich eindeutig vom Hermitage. Ja. Wenn wir es jetzt wissen, welche Brennerei das ist, dann kann man auch sagen, okay, die hat. Weil auch von rein schon viel. Genau, ich würde nämlich auch sagen, dass das Süße halt eher das Hermitage ist und so diese Cool Eider Süße, die für mich auch immer so markant ist, die ist echt im Hintergrund. Also. Das ist auf jeden Fall eine leicht fruchtigere Süße und, riecht da jetzt auch nicht viel Vanille oder das Experten-Fass oder sowas. Halt, genau. Das kommt nicht durch. Oder ja, so nicht, dass ich es merke. Doch sowas, ich würde aber dem auch noch sowas würziges, sowas wie Zedernholz oder sowas so ein bisschen geben. So ledrig fast. Zedernholz ist ganz gut oder tatsächlich, wenn du. Weiß nicht, wenn so eine frisch gebaute Sauna, warst du mal in so einer Sauna, wo das Holz noch so richtig neu ist, wenn es dann warm wird und dann so krass ausduftet, so diese ätherischen Holzöle. Ein nächsten? Das ist ganz spannend. Also kurz festhalten, ist eine intensive Nase, alkoholisch völlig verträglich, also da beißt nichts und konzentriert sich voll auf die Süße begleitet mit einem deutlich präsenten Rauch. So, ne? Genau. Aber und wie gesagt, der Rauch, ich wäre nicht sofort aus dem Stegreif auf Cool Island gekommen, wenn ich es nicht gewusst hätte. Also er hat für mich dann doch nochmal so sehr schöne Jodgeschichten, die mich dann vielleicht ein bisschen Richtung Lafroig gedrängt hätten. Erstmal sehr spannend. Ja. Gefällt mir. Der hat übrigens auch, wir hatten ja den Legic gemacht und dann hatten wir einige Kommentare drunter gehabt, ey, da müsst ihr mal den Cool Island davon probieren, der ist noch geiler. So, okay. Deswegen sind wir sehr gespannt drauf. Ja. Dann kommen wir mal aus der Connoisseur's Choice Range. Aus 2004, also 3 Jahre später gebrannt. Aber genauso lange im Fass. Interessant, okay. Also erster Eindruck, ganz anders. Wollte ich gerade überhaupt nicht sagen. Nee, ich finde es ganz anders. Er hat halt wesentlich weniger Rauch. Rauch ist zurück, ja. Die Fruchtigkeit geht aber vom Charakter komplett in die gleiche Richtung für mich. Aber er hat das, und das fand ich halt so dominant davor, er hat dieses Luffy-artige hat er nicht. Das stimmt. Ja, dieses medizinische geht weg. Das hat er nämlich nicht. Und ich finde, der hat fast was. Bei dem hätte ich erster Eindruck sofort gesagt, Sherryfass. Der hat so eine ganz leichte, schweflige Note drin. Ich hätte wahrscheinlich sofort Sherryfass geschrieben bei dem Ding. So als erster Eindruck. Ja, weiß ich nicht. Sherryfass wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Ich finde, die Fruchtigkeit ist schon auch wieder dieses ein bisschen leicht weinige, weinbeerige.
er ist halt irgendwie cremiger. Der hat so eine frische Cremigkeit drin. Vielleicht auch ein bisschen mehr Vanille. Also ich bilde ja, ein, Vanille hat er definitiv deutlicher als der davor. Deutlich präsenter zu haben. Ist halt die Frage, wir wissen es bei den beiden nämlich nicht, wie lange die das Finish hatten. Also bei dem wissen wir, dass es 18 Monate waren. Und hier steht also anderthalb Jahre. Und da wissen wir es halt nicht. Doch, echt? Für 3 Jahre. 3 Jahre? 3 Jahre Hermitage steht auf dem Ticket. Da hätte ich dem hier aber mehr Einfluss davon. Ja. Instinktiv erstmal gegeben, zumindest in der Nase. Spannend. Aber vielleicht haben die 3 Jahre in dem Hermitage-Fass nochmal dafür gesorgt, dass der Rauch ein bisschen runtergespielt wird. Dass er dadurch so ein bisschen rund geschliffen wird, ein bisschen weicher. Weiß ich nicht. Stimmt, ich würde den jetzt dann auch in der Spur gefälliger erwarten, nachher am Gaumen tatsächlich, als den anderen. Also er ist ein bisschen weniger intensiv in der Nase als die Private Collection. Hat weniger Rauch, mehr Vanille. Für mich eine ähnliche Fruchtigkeit im Vergleich zu der Private Collection. Also wie gesagt, ich hätte in der Blindnummer, genauso wie ich bei dem ersten gezweifelt hätte und vielleicht sogar Richtung Lafroy gegangen wäre, wäre ich hier instinktiv erstmal Richtung Sherry fast gerutscht, glaube ich. Ach, spannend, ich finde das schon anders. Frischer irgendwie. Aber auch lecker. Wüsste ich jetzt gerade nicht, was ich besser finde. Ist halt anders. Ist definitiv anders, ja. Ganz kurz gucken, wie lange haben wir hier? Hier haben wir nämlich Hermitage für 1 Jahr. First and Refill Bourbon Barrels. Also das ist der mit dem wenigsten. Dann das tatsächlich ist mit dem meisten Hermitage-Anteil, der mit dem meisten Hermitage-Anteil. Hat 3 Jahre und der hier hat 1,5 Jahre. Ui. Banane. Das ist ja ganz anders. Ganz anders wieder, ne? Krass. Rauch sehr zurück, finde ich. Also da waren die beiden sich ähnlicher. Ja, definitiv. Ich habe hier sofort sowas wie Banane gehabt, so Bananenschale oder ja, sowas. Aber so gelbe, nicht die gelben, die grünen, die noch nicht so reifen Bananen. Ja, da die Schale. Das war so der allererste Eindruck gerade. Trifft den Nagel auf den Kopf, aber absolut. Bisschen Kokos vielleicht noch drin. Jetzt kommt der Rauch langsam. Und der ist aber eher so ein bisschen muffig. Ich weiß, was du meinst. Finde ich auch wieder nicht so typisch wie Banane. Cool, Eiler typisch, ja. Oh, ey, diese unreife Banane ist aber super. Das ist voll krass, oder? Wenn du dich da mal einmal drauf eingeschossen hast, meine Güte, das geht gar nicht weg. Das ist der älteste mit 14 Jahren von den dreien. Dann müsste ja rein theoretisch durch die First Fill Bourbon Barrels relativ viel Vanille und süße. Könnte eine schöne Cremigkeit eigentlich nachher am Gaumen kriegen, ja. Er wirkt auch ein bisschen kräutriger, hat so einen leicht herbalen Noten noch mit drin, hat wesentlich weniger diese Weingummisüße oder auch dieses, ja, was du jetzt, glaube ich, hier so in Richtung Sherry interpretiert hast bei dem zweiten, hat er auch nicht. Vanille kommt so ein bisschen dann, also so das Kokos-Vanille-Ding kommt so ein bisschen dann durch. Aber die Süße spielt sich eigentlich in dem Spektrum ab, ne? Ja. Das ist kaum was anderes. Und die Banane ist noch nicht süß. Mhm. So unreif ist die noch. Interessant. Also alle drei super unterschiedlich an der Nase. Ja. Okay. Dann so, probieren wir mal, ne? Machen wir weiter, genau. Ich würde sagen, jetzt einfach nochmal riechen und probieren und dann einfach einmal die Bank durch. Also das macht, glaube ich, wenig Sinn. Ja. Gut, dann fangen wir mit der Private Collection an. Wir haben ihn in Erinnerung als ein bisschen. Wollen wir vielleicht andersrum anfangen, weil ich habe den jetzt in der Nase als am rauchigsten in Erinnerung gehabt. Also deutlich. Den da? Ja. Stimmt. Ja, machen wir rückwärts, hast recht. Dann bleiben wir bei dem, den wir gerade vorne hatten. Dann muss ich das Glas nehmen. Grüßerchen. Ja, so herzlich. Cheers. Okay.
Der Rauch kommt ein bisschen spät, aber dann ziemlich intensiv, finde ich. Der war mehr, der kommt so von hinten, also der schlägt auch hinten so erst zu. So ist ein bisschen kälter. Den hast du vorne gar nicht so, der kommt hinten dann. Ich finde, du hast dieses Fruchtige, dieses Bananenartige bleibt definitiv. Ist nicht mehr ganz so unreif. Also was mir als erstes aufgefallen ist, ist ja entgegen der Erwartung vielleicht so ein bisschen dünnflüssiger im Mund daherkommt. Stimmt, richtig. Den hatten wir ja ein bisschen erwartet als ein bisschen cremiger. Ja. Also der hat es schwer, sich so wirklich richtig zu entfalten überall. Der kriecht jetzt nicht so bis in die letzte Ecke. Und ist auch nicht so wahnsinnig süß. In der Nase nach wie vor kaum Rauch. Der kommt erst am Gaumen so wirklich. Ja, ich würde mal mit dem nächsten weitermachen. Ach, richtig. Das war der Sherry fast. Ich erinnere mich. Da ist es wieder. Ja, weg ist die Banane. Ganz andere Welt. Ja. Wahnsinn. Ja, probieren wir. Gerochen haben wir lange genug. Bleib dabei. Ich hätte mich da so auf Sherry fast eingeschossen, wenn ich es nicht gewusst hätte. Der hat auch da so eine leichte, so diese leichte Schwefelnote drin. Der hat so dunkle Früchte. Und ich finde ihn vom Rauch aber auch tatsächlich eher dezenter. Ist ein anderer Rauch. Also wo der jetzt das definitiv bei ihm ja noch eher so ein kalter Rauch war zum Schluss, der relativ spät erst im Gaumen sich so abgelegt hat, finde ich das jetzt hier so ein bisschen mehr noch warme Holzkohle. Aber es ist halt auch keine Explosion. Also nee, das ist gar halt nicht. Gar nicht. Es ist schon wirklich sehr nett eingebunden. Also wenn man sagt, ja mal so ein bisschen rauchiger Whisky ist in Ordnung, aber bitte nicht zu viel Rauch, eher ein bisschen Frucht, dann kann man das mal probieren. Aber ist schon sehr gefällig. Auch irgendwie, ne? Und sind halt alles reduzierte Geschichten. Ja. Also ich glaube, dem würde tatsächlich so 1-2% mehr ganz gut tun. Ja, kann man wahrscheinlich bei jedem sagen. Hat man halt den Spielraum. Aber hier fällt es mir wahrscheinlich am ehesten auf, dass da noch ein bisschen mehr kommen könnte vielleicht. Ich würde dem jetzt auch ein bisschen so eine Bitterschokolade geben. So eine leichte. Wobei er wieder nicht diese Bitternote hat, die der aktuelle. Nee, es ist eine andere. Ich sage, das ist eher so was Schokoladiges. Und da bleibt für mich dieses Bananenschale-Ding. Ja, schokoladige Bitternote passt. Leichter Holzrauch, aber dezent, auch gut eingebunden in der Nase, nicht so doll nach wie vor. Ja, und ich gebe dir recht, also ob das Wein. Finish, weiß ich nicht, ob ich darauf kommen würde. Also man kommt relativ deutlich darauf, dass da irgendein lustiges Fass mitgespielt hat. Aber was zum Geier das jetzt sein soll. Jetzt gerade nochmal der Schluck, den ich gerade genommen habe. Das ist so, der kriegt so was Schwefliges nach hinten raus. Und diese frische, cremige Nase ist da. Das finde ich ziemlich geil. Keine Ahnung, vielleicht wären natürlich Hermitagefässer auch geschwefelt oder so. Aber mich erinnert das ganz doll an Sherry fast tatsächlich. Also ich lege mich bei dem fest, ich wäre in der Blindverkostung völlig gescheitert. Sofort auf den Sherry fast getippt. Bei dem Ding. Ja, das wäre jetzt bei ihm nicht passiert, glaube ich. Nee, das da wäre ich zumindest in eine andere Richtung gegangen. Genau, der hat schon das Weinige so ein bisschen. Also zwei völlig voll anders. Unterschiedliche Whiskys, gleiche Brennerei, fast gleich alt. Gleicher Abfüller. Gleiche Volumenprozente.
Ein bisschen unterschiedliche Fässer und zack, komplett unterschiedliches Ergebnis. Einziger merklicher Unterschied tatsächlich, genau. Also die Dauer des Hermitage-Finishes und das ein Jahr insgesamt. Ja. Ich glaube 13, 14, ne? So war das, glaube ich. Ja. Okay. Genau. Findest du einen besser davon? Sind zu unterschiedlich, um das zu sagen, ne? Ja, ich finde einen besser, aber ich sage das, nachdem ich den dritten hatte. Mhm. Dann machen wir, können wir mal so einen Insgesamt-Favoriten machen. Nehmen wir mal den nächsten, ne? Nehmen wir mal den nächsten. Die Private Collection aus 2001, also vom Brennalter her der älteste. Vom Brennjahre her, so. Habe ich wieder deutlich mehr von dieser weinigen Fruchtnote und dieses Kokosding. Wobei der Rauch jetzt auch irgendwie nicht mehr so stark rüberkommt. Das vielleicht liegt es halt auch so an der Reihenfolge des Verriechens. Und ja, das war der erste, den wir jetzt... Nimm erstmal einen Schluck. Das ist auf jeden Fall der gefährlichste von allen. Wäre jetzt so mein allererster Eindruck. Allerdings muss man auch dazu sagen, jetzt haben wir uns natürlich langsam dran gewöhnt. Also da ist jetzt der schöne Rauch, den genau. Ich in der Brennerei haben will. Hier hast du, da hast du richtig deutlich den Rauch drin. Der ist geil. Aber ich hatte gerade beim ersten Schluck nicht viel anderes außer den Rauch, tatsächlich, muss ich gestehen. Mhm. Aber dafür in der Nase. Also das ergänzt sich ganz schön. Also erstmal schön verriechen und dann einen kleinen Schluck nehmen und ein bisschen Rauch quasi mit draufpacken. Ja, also jetzt am Gaumen würde ich hier am ehesten die Brennerei erkennen. In der Blindenverkostung. Da ist der Rauch. Und der ist jetzt auch nicht mehr so medizinisch, wie wir den am Anfang in der Nase, glaube ich, hatten, oder für mich zumindest. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich täte mir mit der Brennerei noch schwer. Also ja? Ich sag mal, das Lafroig-Eske ist so ein bisschen zurückgetreten. Das hast du in der Nase halt. Das geht da ein bisschen zurück, aber... Mein Ding ist, ich verbinde, also für mich, ich mag Cool Iders auch am allermeisten aus Bourbonfässern, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Tatsächlich. Und dann haben sie für mich einfach diese vanillige Cremigkeit und so, woran ich sie dann einfach auch gerne und gut erkennen kann. Das fällt mir hier tatsächlich schwer, aber ich weiß schon, was du meinst. Also geht jetzt definitiv mehr in die Richtung. Also definitiv. Aber halt auch finde ich, dass das, was ich bei dem Hermitage erwartet hätte, hier am meisten durchkommt, sagen wir es mal so. Also, das sind ja nun mal auch alles faktische Hermitage-Geschichten. Jede für sich tatsächlich, alle drei für sich anders. Aber das ist am meisten das, was ich erwartet hätte. Ja. Denke ich auch. Also, es erfüllt einfach am meisten das, was ich gedacht habe, was da auf uns zukommt. Aber auf jeden Fall ist dieses Hermitage-Finish insgesamt so, dass für mein Gefühl auf jeden Fall der Brennerei-Charakter so ein bisschen versteckt wird. Dass der ein bisschen schwerer hat, durchzukommen. Das ist auch... Wir müssen das mal mit dem Magic mal machen. Also es ist schon... Ich habe das noch intensiver erwartet, quasi diesen Hermitage, diesen Weineinfluss tatsächlich. Der ist zwar da, aber weniger als ich gedacht habe und geht bei dem hier richtig toll mit dem Rauch Hand in Hand. Also... Favorit? Der. Okay, bei mir ist es die Reihenfolge. Ich würde den nehmen. Der erfüllt am meisten meine Erwartungen, gefällt mir als Gesamtpaket, ist schön easy drinking, das ist für mich völlig fein bei einem reduzierten Whisky. Ja. Und den finde ich super spannend wegen dem Bananenaroma und so. Spannend ist er, aber dieses unreife Bananenaroma gefällt mir bei dem nicht so. Ich finde es geil. Und deswegen ist nicht meins. Rutscht der für mich. Den finde ich ganz nett. Mhm. Aber ist halt auch ein bisschen. Er könnte ein bisschen mehr Rauch vertragen und vielleicht ein bisschen mehr Kick. Die Private Collection ist mega. Der ist geil. Gefällt mir gut. Vielen Dank nochmal für die Leute, die uns die Tipps unter dem Legic-Video zu dem wir gegeben haben. Ja. In diesem Sinne. Wir sagen danke. Falls ihr die alle mal probiert habt, auch da gerne mal eure Meinung. Falls ihr mehr davon kennt, falls ihr einen davon kennt, wie findet ihr sie? War für uns auf jeden Fall ein spannendes Ding. Ist recht lang geworden. Der Akku blinkt auch schon wieder. Deswegen müssen wir ein kleines bisschen uns beeilen. Ja. Gerne eure Kommentare dazu unten in die Box rein. Gerne einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Das Abo, falls ihr es noch nicht habt. Und wir sagen danke.
Macht's gut. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.